Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge von WWE Supercard und eine der letzten Folgen wahrscheinlich. Und es gibt gar nicht viel Spektakuläres zu berichten, außer dass wir natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte normale Event haben um eine Eventkarte in Season 6. Und da geht es noch einmal um Stone Cold Steve Austin. Letzte Woche ging es ja schon um ihn, diese Woche natürlich in der Ring Domination. Gerne kurz in die Kommentare hauen. Habt ihr euch Steve Austin zum Ende noch gegönnt? Seid ihr vielleicht sogar schon Full Deck und sagt, okay, ich brauche Austin gar nicht mehr? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und was machen wir in dieser Ausgabe? Nicht so viel, wie gesagt. Wir werden aber Fusionen öffnen. Eine SummerSlam-Fusion, immer noch. Wir werden immer noch auf der Jagd sein, den Freebie für SummerSlam zu bekommen, wenn es sein muss in der letzten Folge. Wir gucken uns auch eine Deadman-Fusion an. Ich habe nämlich eine habe ich noch am Laufen gehabt und die habe ich nicht geöffnet. Die öffnen wir gleich zusammen und natürlich die Mittwochsbelohnung. Dann gibt es noch kurz was zu reden. Ich habe es gerade eben erst gesehen auf Twitter, bin nur kurz drüber geflogen. Es wird in Season 7 ein neues Ladder-System geben oder irgendwie wird das ganze Ladder-Ding zurückgesetzt. Was bedeutet, wenn ihr eure Belohnungen noch nicht eingesammelt habt, solltet ihr das jetzt tun? Denn Mitte November, also dann, wenn auch die neue Season startet, und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche soweit sein, dann werdet ihr die Belohnung verlieren, wenn ihr sie nicht einsammelt. Oder wenn ihr kurz davor seid, die Belohnung freizuschalten, gebt nochmal Gas und versucht euch die Belohnung noch zu holen. Denn wenn es zurückgesetzt wird, ist das Ding vorbei. Für mich natürlich besonders blöd, weil ich bin noch zu weit weg für die nächste Belohnung, aber nicht so weit weg. Wäre natürlich ärgerlich, ne? Das ist dann natürlich alles hinfällig. Dafür soll aber in der neuen Ladder alles wieder etwas schneller gehen, sodass man schneller seine Rewards abholen kann. Wer weiß, wie das Ganze aussieht, so genau weiß ich es nicht. Wie gesagt, ich hab's nur gerade schnell überflogen, weil nämlich hier in-game eine Nachricht kam, dass man da auf Twitter gucken soll. Das finde ich eigentlich gut. Dass es auch für die Ladder wieder mal einen kleinen Reset gibt oder überhaupt mal einen kleinen Reset oder ein bisschen was an Änderungen, weil ich glaube, diese Ladder-Belohnungen wurden auch seit Einführung nicht angerührt, oder? Da wurde nie irgendwas angepasst. Ich glaube, da wurde einmal was obendrauf gesetzt, weil wohl sehr viele Spieler schon die letzte Ladder-Belohnung irgendwie hatten, aber danach kam halt auch nichts. Und das ist sehr schön. Wir gucken einmal kurz in den Shop, da hat sich auch was getan, hier oben nämlich. Gibt es jetzt den Super Shop? Da kann man draufklicken, da gibt es aber noch nichts. Demnächst verfügbar. Das wird wahrscheinlich der Shop sein, wo dann nur noch eine Währung im Spiel ist, wo ihr dann alle möglichen Sachen kaufen könnt für verschiedene Modi. Habt ihr schon mal ein Bild? The Rock guckt euch ein bisschen böse an. Aber machen kann man da leider auch noch nichts. Und ich würde sagen, wir öffnen zuerst die Mittwochsbelohnung. Hab noch nichts aufgemacht. Einfach aus dem Grund, weil die SummerSlam-Fusion würde mir wahrscheinlich am meisten bringen. Also gucken wir mal kurz hier rein. Ja, das ist alles nett. Das ist alles nett. Elemental bringt uns eigentlich auch nichts mehr, ne? Okay, das. Wir werden auch kein Elemental kriegen, wie es aussieht, weil wir hier schon eine haben. Aber. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Okay. Naja, wir gucken trotzdem mal rein. Mittwochsbelohnung, Elemental ist leider das Höchste, was drin sein kann. Wir öffnen es. In 3, 2, 1, Feuer. Frei. Okay, es ist nichts drin, schon wieder nicht. Also wir haben wirklich auf der Elemental-Stufe richtig Pech, was das angeht. Es schmerzt nicht so sehr, weil mir Elemental halt nichts mehr bringt. Aber das ist schon ziemlicher Käse hier. Gerne aber in die Kommentare, ob ihr Glück hattet bei eurer Mittwochsbelohnung. Ist ja auch die letzte Mittwochsbelohnung, glaube ich, bis die nächste Stufe kommt. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche dann tatsächlich die letzte Supercard-Folge hier auf dem Kanal haben werden. Denn dann müsste Season 7 schon da sein. Man weiß jetzt wieder nicht, wie das mit den Updates sein wird. Geht alles glatt, dauert alles ein bisschen länger. Es kann halt sein, dass nächste Woche Donnerstag die Supercard-Folge nicht um 12 Uhr da ist. Vielleicht ist sie erst um 3 oder um 18 Uhr da, aber sie sollte eigentlich kommen. Und dann wahrscheinlich die letzte Folge, wenn es denn soweit ist, dass wir da den Season-Wechsel schon haben. So, was wollten wir noch machen? Fusion wollten wir noch aufmachen.
Wir fangen natürlich hier mit den Deadmen an. Wäre schon cool, wenn wir da jetzt die besondere Karte kriegen, auch wenn ich die dann nur als Single hätte. Aber wir schauen einfach mal rein. Ohne Countdown. Wir bekommen natürlich Undertaker, aber in Royal Rumble, also nichts Besonderes, auch keine Karte, die ich nicht hatte. Also, naja, schade, aber auch nicht so wichtig. Und ja, schauen wir mal. Shotzi Blackheart, Shayna Baszler, Sami Zayn darf es auch gerne sein. Und wen haben wir noch? Wir haben noch eine Karte auf jeden Fall auf SummerSlam. Ich glaube, Tyler Breeze oder Fandango oder so, da wäre es da drin. Ist ja auch egal. Wir gucken in 3, 2, 1, Feuer frei. Bitte nicht neu. Oh mein Gott, es ist neu. Wie bitter kann es eigentlich sein? Ah, MVP ist eine geile Karte. Also von den männlichen Karten ist es die beste, finde ich. Damian Priest wäre noch da. Ja, nee, wir hatten Fandango, genau. Wir hatten nicht Tyler Breeze, wir hatten Fandango. Sami Zayn, MVP, Shotzi Blackheart, Shayna Baszler. Wir haben sie fast alle, aber leider kein Pro. Und das heißt auch immer noch kein Stufenaufstieg für mich. Und das heißt immer noch kein Freebie auf SummerSlam für mich. Unfassbar. Also wirklich unfassbar, dass es immer noch kein Pro ist. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann die letzte Folge den Pro ziehen. Wäre natürlich ein bisschen schade, weil wir dann den Freebie nicht mehr bekommen. Aber sei es drum. So ist es halt. Gerne in die Kommentare, wie ihr die Sache mit der Ladder-Belohnung findet. Wie gesagt, ich muss mir jetzt nochmal durchlesen, was genau da verändert wird. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon. Deshalb gerne in die Kommentare, ob ihr es gut findet, ob ihr es nicht so gut findet, weil euch vielleicht jetzt eine gute Belohnung flöten geht. Ich weiß nämlich nicht, wie es ist, wenn ihr aufsteigt, ob ihr direkt wieder, ob es überhaupt diese Karten gibt. Ja, haben wir wieder männliche und weibliche Karten oder haben wir ganz andere Belohnungen, die wir vielleicht gar nicht so geil finden? Ja, müssen wir mal drauf achten. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück bei der Ring Domination. Auch da weiß ich die Undercards nicht. Wenn ihr die wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Ich pinne das dann an, so dass jeder sehen kann, was die Undercards für Ring Domination sind. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.